Moin, moin, mein Name ist Heinrich Löwe. Willkommen zu Outer Worlds, The Outer Worlds, die Außenwelten. Und ich glaube, hier haben wir letztes Mal die Folge nicht beendet. Ich weiß nicht, warum wir hier stehen. Something you need? Ach, ich finde sie süß. Brille finde ich auch cool. Nö, wir reden später. Was ist? Ich habe jetzt hier ein paar Tage nicht gespielt. Scheiße. Ah, Mann, 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 Mann. Ich glaube, wir wollten irgendwas machen. So, Übergang. Ach ja, wir brauchen diesen Generator oder sowas, ne? War das nicht so? Wir sollten irgendwo hingehen, wo... Ja, genau. Irgendwer hatte den Generator und benutzt den auch. Und wir sollen den wahrscheinlich entweder den mobsen oder vielleicht kennen die noch einen anderen Plan. Ach Mist, ich hätte mir die alte Folge nochmal angucken sollen. Flimmert das an der Ecke im Horizont? Zweck gucken, Wink gucken? Muss das so oder liegt das an meiner Grafikkarte? Ich meine, ich habe jetzt nicht mehr die geilste, muss ich ganz ehrlich gestehen. Nein, rückgängig. Nein, nein. Du hast nicht gespeicherte Grafikeinstellungen. Möchtest du sie anwenden? Nein. Ich habe nein gesagt. Lass mich da raus. Ach ja, komm, beibehalten. Jetzt lass mich doch Ruhe vorsetzen. So, wir haben ein bisschen rumgemoppelt, aber sie kommt mit. Und wir sollten... Falscher Ausgang? Karte? Landeplatz, okay. Begleiter auf. Durchsuche das Domizil des irgendwas. Nein. Ah. Das Begleiterregister. Dieses Begleiterregister zeigt dir alles, was du über deine Begleiter wissen musst. Okay. Ah, wir haben auch dasselbe Menü. Aber ich kann sie noch einkleiden und ausrüsten. Boah. Das ist gut. Das war aber nicht das, was ich wollte. So, Max meinte, das Tagebuch habe ich zuletzt im Besitz meines Buchsammlers gefunden. Okay, dann suchen wir doch erstmal das Buch. Okay, gehen wir mal hier außen lang. Dann ist Parvati bestimmt auch glücklich. Haben wir nicht so viele Freunde? Also müssen wir dafür sorgen, dass sie glücklich sind. Das hakt aber irgendwie. Oder? Ah, nee. Ich habe den zweiten... Ja, das Aufnahmebild irritiert mich gerade so ein bisschen. Was ist denn hier? Schrottplatz. Schrottplatz ist immer gut. Bist du Freund oder Feind? Bestätigter Wachroboter. Ist hier noch mehr Kram zum Sammeln? Oh, was ist das noch alles? Kampfdrohne kann ich bestimmt auseinandernehmen, wenn ich die Fähigkeit dafür hätte. Oh ja, hier sind die richtig cool. Wir gehen auf Schrottplätze. Ducken war hier, genau, STRG nicht. C. Dann gucken wir mal, was die Kampfdrohne, vielleicht hat die ja auch gegen den Besitzer gekämpft. Ah, hier liegt noch was. Ah, kann man nichts mit anfangen. Da liegt hier überall was, Mensch.
Was schmeißen die Leute auch Munition weg? Hallo, hallo? Keiner da? Alles meins. Alles meins. Alles meins. Meins. Alles meins. Meins, 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 meins. Gut. Wenn war es die Kampfdrohne. Die hat hier alles geklaut. Ihr seid die Zeugen. Ich finde das noch ein bisschen komisch, dass hier irgendwie kaum einer in den Gebäuden ist, dass man hier alles mopseln kann. Nice one. Oh, war ganz schön putzig. Bin nur ausgerutscht. Trash. Jetzt laufen sie weg. Gut, dann laufen wir mal weiter. Links sehe ich eine Absturzstelle. Habe ich eine zweite Waffe? Nur eine Nahkampfwaffe, ne? Und die schlechte Schaufel. Ah, Meinungsverstärker haben wir hier. Weil dann so ein Trümmerteil wurden wir letztes Mal ja von irgendwelchen Viechern auseinandergenommen. Plünderer. Oh, der hat ein Sturmgewehr. Cool. Ist ja genau das, was ich auch mal haben wollte. Ein Sturmgewehr. So. Kommen wir da irgendwie rein? Können wir da reinspringen? Hm. Kann man klettern? Nein. Wäre zu leicht. Das heißt, man... Da drin sind Truhen und so. Wie komme ich da rein? Das ist eine große Truhe. Unsichtbare Mauer. Muss ich hier ducken? Nein. Komme ich da hin? Bam, 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 bam. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht mit Anlauf da reinsprinten, aber... So sieht's irgendwie... Ah! Ist ja nicht laufen hier. Geronimo! Nein. 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 Kannst du da hochklettern? Kann ich das dir befehlen? Where are we headed? Ah, verdammt. Wir wollten dein Buch besorgen. Oh, der liegt auch an einem Glas. Aber der hat was. Oh, unsere Katze will Aufmerksamkeit. Die kratzt an meinen Stuhl. Das finde ich sehr nett von dir. Du kleines Katzenmonster. Na, komm mal her. Oh, die sind nicht freundlich, Katze. Oh. Danke, Katze. Scheiße. Ah. Ih, was ist das für ein Fisch? So. Das war ja richtig toll. Da haben wir ja richtig was geleistet. Scheiße, ey. Na gut, wir kamen ja eh nicht da rein. Ins komische Schiff. Und jetzt wissen wir eh, dass alles böse ist da. Arschlöcher. Aus dem Hinterhalt. Dem extra gewartet, dass ich von der, mit der Katze abgelenkt war. Und habe mich dann angegriffen. So. Ist hier was Geheimes oder kann man dann nicht von hier oben besser killen? Gucken wir uns mal.
Psst, Parvati. Psst. Kleine Süße. Ah, da brauchen wir noch vier von den anderen Dingern. Von den Spulen. Okay, hier ist schon mal niemand. Mal Klasse. Klasse sei schon. Kasse plündern oder was ist das? Ein Terminal? Persönliches Nachrichten. Verfügbare Nachrichten von Bartle. Clement, ich kann deinen Theorien über die Stellung des Erdenrats im Kolonialsystem keinesfalls zustimmen. Zwar kenne ich durchaus die Eröffnung neuer Möglichkeiten durch den Vorstand an, doch meiner Meinung nach würden die Holken und alle anderen Kolonien am Rande der Galaxie leider zugrunde gehen oder gegeneinander in den Krieg ziehen. Würde der Erdenrat keine Handlungsregularien aufstellen und Schwierigkeiten beilegen? Glaubst du, die Konzerne würden die Eingliederung eines Erdministers akzeptieren, wenn man sie vor die Wahl stellt? Jefferson. Und dann an Jefferson. Von Bartle. Nee, an Bartle. Achso, Bartle Jefferson, okay. Natürlich würde ich nie abstreiten, dass die Erde das Herz unseres gesamten Kolonialsystems ist. Jedoch findet man die wahre Abenteuerlust und den Drang nach Unabhängigkeit, die den Vorstoß der Menschheit kennzeichnen, am stärksten in dem, den man weitestens entfernten Kolonien, bla. Ich glaube aber trotzdem, dass du dich mit der Geschichte irrst. Die Entdeckung des Sprungantriebs gab den Erdenrat nicht die Macht über die Konzerne. Die Konzerne waren geschwächt von den hohen Kosten des großen Krieges und da kam der Sprungantrieb gerade recht. Er stellte einfach ein zusätzliches Druckmittel für den Erdenrat dar, mit dem er wieder an die Macht gelangen konnte. Ah, okay. Es gab einen großen Krieg und der Sprungantrieb war gut für die Konzerne. Ah. Was ist denn hier? Kein Gegner, schon mal gut. Nur eine Spule. Was war denn Dietrich? Okay, okay, okay. Schlafen wollen wir nicht. Ich zumindest nicht. Schränke können wir auch durchsuchen. Ach du Scheiße, das sind alles so. Achso, wollte schon sagen. Das ist jeder Spind alleine, müsste ich durchsuchen. Das wäre mir dann noch ein bisschen zu viel. So, Brief des Sammlers. Ich habe heute das Schreiben bekommen. Die Konzernleitung ordnet meine Umsiedlung zu Edgewater Konzernfabrik an. Mit sofortiger Wirkung. Ein Jammer. Ich hatte mich echt auf meinen eigenen Souvenirladen im Versammlungszentrum gefreut. Seltene Andenken verkaufen. Doch die Schrift sagt, dass alles aus einem Grund geschieht. Arbeit stärkt den Geist und so. Aber von meiner Büchersammlung kann ich mich nicht einfach trennen. Die Bücher sollen nicht in einem Verschlag für Schmuggelware vor sich hinmodern, also habe ich sie alle in einer Höhle drüben beim Fluss versteckt. Mission complete! Yippie! Oh, da liegt noch was. Wie viel kann man noch schleppen? Zur Hälfte sind wir voll. Ich schauf. Okay.
Weil ich glaube, wir werden. Achso, Fähigkeit verfügbar. Fähigkeiten. So, Langwaffen haben wir ja. Wir wollen ja keinen Nahkampf. Nahkampf ist was für die Conan-Fraktion. 10 Punkte, dann würde ich hier gerne ein reinpacken. Verteidigung kann man auch mal ein, zwei reinpacken. Dialog finde ich gerade sehr interessant. Tarnung und Tech. Ein bisschen rein. Genau, Tech. Warum haben wir da 20? Weil wir wahrscheinlich irgendwas anhaben, ne? Annehmen. So, Charakter noch was? Ah, fuck. Hab ich nicht. So, jetzt haben wir aber, ja. Ist vielleicht der Anzug, der uns da verstärkt? Ach, ich weiß es nicht. So, Vorteile. Nee, ich will nicht, dass sie zurückgesetzt werden. Verdammte Axt. Rückgängig halten zum Zurück. Escape. Aber haben wir nicht noch irgendwie ein nasses Tagebuch? Codex-Aufträge. Heute? Nee. So, besorge das Tagebuch. Also da, wo es versteckt, okay. Also ich würde es schon töten, du. Da können wir, glaube ich, machen. Vielleicht gibt es nämlich hier einen Nachbar. Oh, der hat mich gesehen. Oh, jetzt wissen sie eh, dass ich da bin. Du musst doch einfach mal töten, Pavard. Na, einfach mal alles niederschießen. Nichts. Pavati! Alter, töte nicht Pavati, du Arsch. Hammer. Gebiet ist geklärt. Und was sagst du, Katze? Die guckt. Okay, Leichen plündern. Ein Säbel. Wir müssten mal irgendwie mal alles verkaufen. Ja, Musch. Katze, Katze, Katze. Kommen wir hier rauf, rein. Gibt's hier was? Nein. Oh, doch hier. Flüsterer oder irgendwas, womit man seine Waffen wahrscheinlich verbessern kann. Hier liegt auch noch einer. Ach, Mist, das ist eine Explosivsache. Da hätten wir auch schön was in die Luft jagen können. Das war zu. Kommen wir da aufs Dach? Ist da was auf dem Dach? Es wird sowieso hier ein Anfangsgebiet sein. Dass wir nicht klettern können, finde ich doof. Tür ist auch zu. Oh, hier ist offen. Da war mal drin, genau. Heidi ho. Keiner da. Kühlschrank ist leer. Mülleimer ist leer, war Müll schon drin. Okay. Leichte Munition. Okay. Wie viel Schuss haben wir für das komische Gewehr? Okay. Granatwerfer. Boah, doch, doch. Ich sag mal, wir sind gut gerüstet. Ich würde aber langsam mal gern was verkaufen. Gut, da kam ich ja nicht rein. Warum auch immer. Weil ich nicht klettern kann. Weil ich nicht hüpfen kann. Warte mal, das kann doch nicht so einfach sein, oder? Nee, darauf komme ich nicht.
Also irgendwie kommt man da rein. Ich weiß es nur nicht, wie. Wieso? Vielleicht kann man später irgendwie was lernen, um besser zu springen und whatever. So, 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 so. Ah, ich habe auch irgendwie Fähigkeiten. So war das nicht gemeint. Alter, kann ich nicht schießen oder was? Bist du der Nahkämpfer oder bin ich der Nahkämpfer? Ups, was ist das denn? Ich habe mich geheilt. Scheiße. So. Sehr ungenau. Oh, fuck. Ich habe noch nicht meine Waffe gefunden, glaube ich. Also das Sturmgewehr ist mir zu ungenau und die Pistole hat einfach zu wenig Power. So, dann machen wir es diesmal anders. An der Ecke waren ja zwei Honks. Nehmen wir erstmal die hoch und dann den Rest. Thron. Hier ist keine Truhe. Okay, ein bisschen ist hier was. Ja, kommst du? That's the last of them. Die oben alarmiert? Nein. Was? So kannst du deine Begleiter zäher machen. Spendiere ihm bessere Rüstung und ja, mache ich später. Machen wir alles noch. Parvati kriegt das Beste vom Besten. So, 64, also nach dieser Mission müssen wir irgendwie Sachen verkaufen. So, wir müssen gar nicht dahin. Ah. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Hm. Dann lassen wir die Typen mal am Leben. Kümmern wir uns erstmal um die Mission. Hier gibt es ja überall Truhen, das ist ja unglaublich. Also irgendwie liegt überall was rum. Es ist sehr spendabel hier in diesem Anfangsgebiet. Aber trotzdem krepiere ich zu oft. Finde ich für meinen Geschmack. So, da ist einer. Und da ist auch einer. Wir sind im hohen Gras, ne? Vielleicht können wir auch vorbeischleichen. Ist ja gleich da. Sind wir schon da? Hä?
Ups, hat mich entdeckt. Kommt er oder bleibt er weg? Na, dann gehen wir weiter. Was ist das? Oh! Das hört sich nicht gut an. Ist er uns gefolgt? Nein, er geht weg. Okay, ich habe es schon geahnt, ich war mir aber nicht 100% sicher, ob es eine Mine ist. Tresor oder Mine? Minentresor? Oh, wir kriegen ihn geöffnet. So, kriminelle Handlungen. Einbruch, Schlossknacken, Hacken und Mord werden allgemein als illegale Aktivitäten angesehen. Wenn du die resultierenden Konsequenzen vermeiden möchtest, solltest du währenddessen nicht gesehen werden. Easy. Okay. Mal ganz kurz, kann ich nochmal... Wir haben doch so viel Scheiße. Was ist das? Mod. Verringert Lautstärke. Okay, damit können wir unsere Kleidung verbessern. Ich will die Mods noch nicht verwenden, weil ich noch nicht gerafft habe, wie wir die Waffen reparieren, inspizieren, vergleichen. Ob wir die reparieren können oder ob wir... Oh, Kettensäge oder was? Nee, Wurfballblocker. Ob wir die... Weil ich hoffe, dass wir sie selber reparieren können. Also, wäre ganz cool. Der bringt 2 Fähigkeiten auf Tech und der hat aber auch Tech 5. Okay. 9, 3. Aber scheiße aus. Wie sieht's mit Fähigkeiten aus eigentlich? Na egal. Wo waren die Fähigkeiten? Nee, war auf Tab, ne? Genau. Nee, das kommt nicht von der Waffe. Oder doch von dem Anzug? Weil das hat sich hier, glaube ich, verschlechtert, oder? 28, 18, 28, 18, 28, 18. 20, 18. Oder bringt das von Parvati, der Effekt? Was hast du für Klamottos? 7. Oh. Okay. Gut, jetzt haben wir Klamotten an, die mir nicht gefallen. Aber wo ist denn das Buch? Bin ich dran vorbeigelaufen? Ziel. Achso, das war die Mission von Vicar. Okay. Das war letztes Mal, was er erzählt hat. Ah, wo wir auch gesagt haben, ja, wir wollen so die doofen Aufgaben nicht machen. Okay. Aber durch solche doofen Aufgaben kriegen wir Ausrüstung, Gegenstände etc. Über uns, hinter uns sind Feinde? Und lief doch gut. Haben wir noch irgendwie was anderes? Tagebuch. Das könnten wir zurückgeben. Volle Energie. Finde das Schiff. Leite den Strom. Reed hatte ich gebeten, eine Nachricht an... Und ihre... Achso, das können wir... Nee, komm, wir bringen erstmal die Mission zu... wir machen erstmal die eine Mission fertig hier beim Vicar.
Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo in der Stadt Sachen verkaufen können. Kann ich darauf schießen? Nein. Passiert nichts. Schade. Erstmal gucken wir nochmal ganz kurz. Die Waffe ist natürlich jetzt 20 Schaden. Nehmen wir doch 20 Schaden. Die hat aber hier irgendwas noch dran. Können wir ja tauschen. Dann können wir die ja verkaufen. So. Dasselbe mit der Sturmgewehr oder Maschinengewehr. Leichtes Maschinengewehr. Schwere Waffe. Und jetzt hier auch irgendwie nichts. So. Was denn? Sturmgewehr. Muss ich mal testen. Da haben wir schon geguckt. Ich weiß nicht, ob wir das ganze Zeug hier brauchen. Also es macht uns Schaden oder es hält uns kurz. So, Pavati macht 50 Schaden. Die Pistole kannst du noch nicht haben. Und Munitionsverschwenden wollen wir auch nicht. Okay, das. Einen von diesen leichten Maschinengewehren behalte ich und dieses Gewehr will ich mal. Das sieht doch mal nach was aus, was ich gebrauchen kann. Okay. Hallo? Suchen Händler. Händler? Nö, ist ein Terminal. My dad. Hallo, hallo, hallo. Just my office. Da wohnt der I'm Constable. feeling pretty low these days. Muss es doch einen Händler geben, verdammte Axt. General Store. Das klingt doch schon mal gut. Und hier ist eine Kneipe. Okay. Dann gehen wir mal in den General Store. Hallo? Was wir mitnehmen? Nee, dann werden wir stehlen. Heidi-ho! Miss Holcomb ain't allowed in this establishment. Not since that little incident. Warum hat sie ein Hausverbot? Ask her if you care. I'm running a business here. I won't touch anything while we're in here, Mr. Moreau. I promise. Go right ahead. Was hältst du von diesem Ort? Gibt es hier jemanden, den man im Auge behalten sollte? Eine Seuche? Plague. I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical vigor. Gibt es einen bestimmten Grund, aus dem du die Wahrheit verbergen willst? Bist du fertig mit dem Mädchen? Oder sollte ich warten? I take umbrage with your choice of phrase. We ain't sick, we're rugged. Some of us who get sick are liable to exaggerate the conditions of that sickness. But the fact is, if you work hard, you have got no cause to worry. Aha. Ja, Hauptsache arbeiten. Keine Sorgen machen. Genau. Ja, Spacer Choice kümmert sich hier um liebevoll um seine Familie. Genau. Bestimmt nicht. Spacer's choice is built on love. And like any real love, it is cold and tough when needs must.
Medical treatment is commensurate with our value to society. Spacer's choice will dispense medicine for the indispensable worker. Natural selection at work. Ja, ja, klingt fair. Ja, und die nicht hart arbeiten. Then the hand of medical science will not grace you with its touch, and you must recover on the virtue of your own grit. Listen, you mind if we talk about something else? Rambling about company policy gets me feeling all lightheaded. Music to my ears. So, Händlerfertigkeit. Deine Händlerfertigkeit entspricht deiner höchsten Dialogfertigkeit und wird verwendet, um beim Kauf und Verkauf die Preise für den Händler festzulegen. Okay. So, kaufen. Nee, ich will verkaufen. Wir kriegen 2% Rabatt. Dann hauen wir mal das hier weg. Nee, das will ich verkaufen. So, das weg. Schaufel. Das heben wir nochmal auf. Das hau ich weg. 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 Lass ich nochmal. So, die kann weg. Weg. Die findet sie einfach scheiße aus. Und eine Bleispritze bleibt. Schwert will ich auch noch behalten. Ja, bei dem ganzen Geraffel hier, keine Ahnung, ob ich das noch brauche. Ich lasse ich nochmal. Die Mods lassen wir auch. Reparieren. Okay, man kann Sachen reparieren. Was macht denn der Händler? Das ist ein Mac-Dietrich. Aha. Bei dem brauchen wir ja meistens, um irgendwelche Türen aufzukriegen. Was kostet denn der jetzt? Wie viel Geld haben wir denn? 449. Einer kostet 15. 16. Aufgerundet. Aber er hat nur einen gehabt, okay. Rüstungsteile, Waffenteile. Gut. Dann Bauarbeiterhelm. Ah, hier gibt es eine Ausrüstung. Das werden wir schon finden, wir werden noch genug killen. Okay. Hab Dank, mein Freund. So, dann bringen wir mal das Büchlein zurück. Mal gucken, was wir von dem netten Vicar bekommen. Von dem Konzerngläubigen. Oh. Any progress on that matter we discussed? Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. Ich auch nicht. It's a law-forsaken joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Hey, wir haben unseren Ruf da gesteigert bei den Leuten. So, du solltest dieses Buch nicht, um andere davon abhalten, es zu lesen. Du wolltest es für dich selbst. Natürlich wolltest du es für dich selbst. Du reagierst ein wenig über, findest du nicht auch? Hm. Dieses Buch scheint ein wenig wichtiger zu sein, als du durchblicken lässt. Das war von Anfang an klar. Ach, komm. Over... Overreacting? Do you have any idea how many years I spent in... No. You couldn't possibly know, could you? I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Ja, wenigstens hast du noch deine Missionsarbeit hier, die dein Leben eine Bedeutung gibt. Ja, wieso das Buch Geheimnisse bringt, das interessiert mich eigentlich weniger, oder? Obwohl wir wissen, was für Geheimnisse drin sind. Ach komm, machen wir. Bokono, the author,
had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist School of Thought, so the book is banned in this colony. Uh-huh. Ein Weg der verbotene Buchsucht. Ein schlechtes Vorbild. The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bakonu journal. Ja, das ist wirklich eine komische Form, aber ich finde das hier gut, dass er wenigstens seine Missionsarbeit noch hat. Please. As if my life should have no greater meaning than proselytizing to a bunch of feeble-minded wretches. Geistesschwache Jammer. Nothing could be more excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. Nein, nein. Ich will den nicht. Den will ich nicht. Oh, warte mal, ist vielleicht gar nicht vor. Nachteilig, wenn wir so einen Konzern-Heini haben. Vorteilhaftes Arrangement erweisen. Du brauchst ein Transportmittel aus der Stadt. Ich könnte eine helfende Hand auf mein Schiff brauchen. Was ist dabei für mich drin? Das ist eine gute Frage. Free spiritual counseling, someone to watch your back, not to mention a grown-up in the party. I'm 28. Exactly. I'm pretty handy with a tossball stick, or any blunt instrument really. I'm also a passable gun hand if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Na, endlich mal was, was ich gebrauchen kann. Gehört das alles zu einer Wicca-Ausbildung? Ich glaube nicht. Well, understanding computers is, though I admit I took it further than most. And I was quite the 32nd back during my penitentiary term. Left many an opponent bleeding in the prison yard. Hm. Of course, I'm a vicar who is dedicated to his calling. More dedicated than any other you'll find in this colony. I joined the OSI to help decipher the grand plan. But instead, I ended up the vicar in a prison due to ignorance and politics. Then I came here. Satisfied? Na gut, klingt fantastic. Gut. Let me get my things in order and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you. Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Ms. Holcomb. I'll be glad for the change of scenery and to leave this place behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Ja, dein Ruf bei einer Fraktion hat sich verändert. Wenn die Leute übel gesonnen sind, aber dein Ruf nicht, dann ist der Text schon wieder weg. Ja, wir haben jetzt einen Wicker, obwohl ich den gar nicht möchte eigentlich. Also ich habe so das Gefühl, dass der benutzt uns eigentlich nur und der will hier weg. Der ist auch, glaube ich, nicht aus vollen... Ja, der macht Wicker sein, einfach nur Mittel zum Zweck. Quasi Priester der Konzerne, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, ich würde jetzt auch einen Break machen. Mathilde hat nämlich lecker Essen gemacht. Und die hat mir auch schon symbolisiert, ich soll mal rüberkommen essen. So, danach machen wir mal die Mission weiter. Weil ihr sieht auch alles hier aus nach dem Startgebiet. Na, jetzt hier nicht, aber ich glaube, viel werden wir hier auch in der Mission nicht mehr machen. Und dann werden wir von diesem Planeten wegfliegen. Diesen Wicker weiß ich nicht, ob wir den trauen können. Ich würde ihn am liebsten auch nochmal in den Kopf schießen. Aber das heben wir uns mal für später auf.
Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo, würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal.